Hallo und herzlich willkommen zum siebten Teil meiner Videoreihe über meinen Holzklassedrucker CDC Prusa i3. In diesem Video wechsle ich den schlecht funktionierenden Originalextruder aus und ersetze ihn mit einer aktuelleren Version. Und ziemlich zum Schluss gibt es dann die große Überraschung. Ich benutze zum Aufbau des neuen Extruders Teile der alten Halterung. Diese wird etwas angepasst. Der Aluminiumblock wird an den Ecken etwas aufgefeilt und die Befestigungsschrauben werden gekürzt. Dann wird der ganze Aufbau an der Montierung der X-Achse befestigt. Nun baue ich das Hotend zusammen. Dafür habe ich mir ein neues Teflonröhrchen besorgt mit einer Länge von 4 cm und einem M6 Gewinde. Wenn es Probleme bei der Einführung des Filaments geben sollte, kann man die Öffnung etwas aufbohren. So habe ich es bei meinem Hotend auch gemacht. Nozzle, Heizblock und Teflonrohr werden zusammengeschraubt. Dabei die Düse nicht ganz festdrehen. Das wird erst beim erhitzten Hotend gemacht. Nun kommt der Rest des Extruders an die Reihe. Für mein Projekt habe ich mir ein Modell ausgewählt, ohne die zusätzliche Länge für links oder rechtsseitig. Damit der Extruder in die vorgesehene alte Halterung passt, muss das normale Modell ausgewählt werden. Der Rahmen des Extruders wird aufgeschraubt und das Teflonrohr am Aluminiumblock mit einer kleinen Madenschraube fixiert. Der Nähmammetor mit dem aufgeschraubten Ritzel wird nun mit einer kleinen Schraube rechts am Rahmen befestigt. Nun folgt der Rest des Extruders mit der Andruckrolle und dem Federsystem. Wie man einen Extruder richtig aufbaut, habe ich schon in einem anderen Video gezeigt. In einem kleinen Trockentest habe ich getestet, ob sich ein Filament ohne viel Probleme einführen lässt. Alles ist in Ordnung.
Nun fehlen nur noch Kühlblech und Lüfter. Dazu habe ich wieder die Originalteile benutzt, die sich einwandfrei einbauen lassen. Allerdings waren die Originalschrauben nun zu kurz und so musste ich die nächste Größe verwenden. So, das war es. Nach ein paar Stunden Arbeit war nun der Wechsel vollzogen und mein Holzklasse-Drucker sollte wieder eingesetzt werden. Aber nun kam die Überraschung. Beim ersten richtigen Test bin ich fast vom Stuhl gefallen. Die ganze Arbeit war umsonst. Und der Extruder hat geklopft wie von Anfang an. Was nun machen? Ich habe den Extruder auseinander und wieder zusammengebaut. Ich habe den Motortreiber justiert und auch ausgetauscht. Ich habe das Kabel vom Motor zur Systemplatine ersetzt. Und endlich habe ich den Motor ausgetauscht. Und das war dann die Lösung des Problems. Der mitgelieferte Motor war wohl defekt gewesen. Und wenn ich mir das recht überlege, war wohl der Motor ganz von Anfang an defekt und ich hätte den Extruderwechsel nicht gebraucht. Nun ist der Extruderwechsel aber gemacht und mein Holzklasse-Drucker, der CDC Prusa i3, funktioniert nun wieder ohne Probleme. Ich werde wohl noch ein weiteres Video mit Ergänzungen und Zusätzen zu meinem Holzklasse-Drucker machen. Davon aber dann später. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, wäre ein Daumen hoch doch schön. Ansonsten können Sie auch gerne meinen Kanal abonnieren. Tschüss und Salü aus dem Saarland.